Hallihallöchen, meine lieben Nosy Rosies. Heute habe ich mir ein Thema ausgesucht und zwar geht es um Vorurteile. Und zwar nicht nur um Lesben-Vorurteile, sondern generell Vorurteile. Und ich finde, Vorurteile sind okay, weil ich jeder Vorurteile irgendwie, denke ich mal, solange man sich nicht an diesen Vorurteilen festbeißt und darauf besteht, dass es so ist und ja, eigentlich gar nichts mehr dazu lernen will, weil man den bequemen Weg geht und diese Vorurteile einfach annimmt und das als die Wahrheit anerkennt. Ist das jetzt logisch? Also warum ich eigentlich auf dieses Thema komme, das geht darum, ich habe mich letztens mit meiner Tante etwas unterhalten. Und das ist, ja, da ist eine ziemlich heftige Diskussion draus geworden. Und zwar haben wir uns unterhalten über gewisse Gruppen. Und zwar sind das alles Gruppen, wo meine Tante meint, die knüpfen ihr das Geld ab. Also praktisch, sie ist der Meinung, Ausländer kommen nach Deutschland, um einfach hier sich ein schönes Leben zu machen und ja, Geld vom Staat zu kriegen und ja, einen guten Lebensstandard zu haben. Dann Studenten sind nur faul und studieren bis weiß nicht wann und ein Traumleben haben die und ja, und sie hatten, Studenten hatten nicht so ein hartes Leben wie sie, die ja seitdem sie 18 ist, nur geschuftet hat. Dabei hat meine Tante auch nur halbtags gearbeitet. Also nur von dem her. Dann, was war noch gewesen? Studenten, Hartz IV. Ach, Hartz IV, genau, Hartz IV hatten wir noch nicht. Hartz IV sind Empfänger, sind einfach faule Leute, die simulieren, nicht arbeiten gehen zu können oder zu faul sind, sich eine neue Arbeit zu suchen. Und dieses Vorurteil, also diese Vorurteile hat die mit solch einer Ernsthaftigkeit vertreten, dass ja, und mit so einer Aggressivität eigentlich vertreten, wo ich mich gefragt habe, woher kommt so eine Aggressivität? Also zum Beispiel, es mag ja sein, dass manche Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel ja, nicht ja, zu faul sind, um arbeiten zu gehen, aber es gibt natürlich auch noch die anderen. Das ist ja auch logisch. Und klar gibt es Ausländer, die vielleicht hier was vom System profitieren und so, aber ich meine, jeder zahlt seinen Preis. Ich meine, man musste die Heimat verlassen, man muss sich in der neuen Heimat zurechtfinden. Man hat vielleicht manchmal nicht die gleichen Chancen, wenn man einen türkischen Nachnamen hat, weil, ja, weil da eben auch Vorteile da sind. Und was haben wir noch? Die Studenten, ja, da gibt es sicher auch welche, die denken, ach, lolo, jetzt studieren wir noch mal ein Jährchen und so. Ja, sicher, die gibt es alle auch, wahrscheinlich. Aber nicht nur. Und ich finde, das sind so typische Bildlesermeinungen, die polarisieren komplett. Es ist einfach, es gibt Gut und Böse. Und es gibt nichts dazwischen. Es gibt kein Grau. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Und genau das Gleiche ist ja auch ja, ich finde, also man kann, wenn man so denkt, dann kann man sich ein sehr einfaches Weltbild machen. Und man findet sich ziemlich gut darin zurecht. Und man hat immer einen Standpunkt. Einen ganz klaren Standpunkt. Und ja, aber ich finde, schlussendlich ist das ein sehr bequemer Weg, den man geht, weil, und auch ein sehr dummer Weg, weil man sich gar nicht damit auseinandersetzt, wie es vielleicht, ja, dass es eben nicht nur so ist. Und ja, dass man einfach nicht mal ein bisschen weiter guckt, sondern sich einfach beschwert und ja auch gar nicht nach irgendwelchen Lösungen sucht oder zumindest, also eben der schwierige Weg ist eigentlich, dass man
Sachen etwas genauer betrachtet und nicht nur oberflächlich und dann drauf los schimpfen. Ich meine, genau das Gleiche ist ja auch Extremisten zum Beispiel, ich weiß nicht, also blöd gesagt jetzt Neonazis, das ist genau, es ist so oberflächlich behandelt, das Ganze. Oder zum Beispiel Leute, die gegen Homosexuelle sind. Es sind schlussendlich einfach ja auch Menschen und die haben das ja nicht gewählt. Und ich finde, wenn es, also ich meine zum Beispiel die Ausländer oder die hier sind, die haben sich das meistens auch nicht ausgesucht. Und ich finde immer, wenn man über Leute schimpft, die sich etwas nicht ausgesucht haben, zum Beispiel, oder Hartz-IV-Empfänger, die einfach nicht arbeitsfähig sind oder die wirklich keinen Job finden, da muss man irgendwie, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein und sollte erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren. Und also solchen Leuten wünsche ich manchmal dann auch mal in so eine Situation reinzukommen, weil sonst gibt es eigentlich keine Chance, dass die das dann mal einsehen, finde ich. Und ja, jetzt denkt ihr, was hat denn das überhaupt mit unserem Channel zu tun? Ich finde, genau in das gleiche Schema fällt auch das Thema Lesben rein. Also eben genau das hatte ich ja schon erwähnt, dass manche sagen, ja, hier die Lesben und so, das ist jetzt gerade Mode oder ja, die kriegen ja keinen Mann ab und wie muss denn das jetzt sein, dass die jetzt Händchen halten oder ja, schlussendlich macht es niemand nur so zum Spaß oder zum Witz, würde ich mal sagen, dass man sich in Frauen verliebt. Also sicher, es ist eine sehr schöne Sache, aber wir machen es nicht, weil wir gerne provozieren oder sondern es ist einfach, weil wir eben so sind und weil es der einzige Weg für uns ist, unser Leben zu leben, schlussendlich. Und ja, das ist einfach, ich finde einfach, man sollte Leute nicht so schnell verurteilen, weil, und sich erstmal an seine eigene Nase fassen, aber ich glaube, ich will ja nicht so negativ sein, aber ich glaube schlussendlich, es wird immer Leute geben, die Leute verurteilen, oder zum Beispiel sehr reiche Leute. Ah, guck mal, hier, ich weiß auch nicht, der fährt da Mercedes, das Arsch oder so. Ich meine, wenn jemand Mercedes fährt, dann muss er noch lange kein Arsch sein. Genau das Gleiche, ah, guck mal hier, der Assi da wohnt im Plattenbau oder... Na und, das hat ja nichts mit der Person zu tun. Sicher, klar, haben Vorurteile auch mit Sicherheit immer ein Fünkchen Wahrheit. Aber Leute, die von vornherein sagen, stopp, du hast einen Stempel auf der Stirn und deswegen rede ich nicht mit dir. Oder du hast das Auto und deswegen rede ich nicht mit dir. Und du bist lesbisch und deswegen bist du doof oder deswegen möchte ich dich nicht hier haben. Und deswegen möchte ich auch gar nicht mit dir diskutieren. Das sind Leute, die regen mich furchtbar auf. Also denkt mal ein bisschen über eure Vorurteile nach. Welche Vorurteile regen euch denn auf? Oder habt ihr das auch schon mal erlebt, dass jemand eine bestimmte Menschengruppe komplett verurteilt, ohne jemals mit dieser Menschengruppe groß zu tun gehabt zu haben? Wenn ja, dann schreibt das mir bitte mal in die Kommentare und sagt mir mal was ihr von solchen Menschen haltet und ja, macht euch einfach ein paar Gedanken darüber, da würdet ihr mir schon eine große Freude bereiten. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und jetzt haben wir schon gleich 10 Minuten, dabei wollte ich so ein kurzes Video machen, aber egal. Ich hab euch lieb und piep, 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 ne? Okay, tschüss.